Assi-Krauts. Hallo Assi-Krauts-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Assi-Krauts-Kanal, den Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und wir haben wieder diverse Themen für euch rausgesucht. Und wir fangen mit dem leichtesten vorne an. Ihr wollt gewinnen? Ja, dann macht mit auf der World of Warships-Seite. Oben hier rechts einloggen, ich zeige es euch da. Wenn ihr eingeloggt seid, dann könnt ihr dann direkt auf diesem Artikel klicken. Also unten in der Videobeschreibung findet ihr den Artikel ganz leicht. Da müsst ihr gar nicht über die Wargaming-Seite gehen, sondern ich verlinke euch den Artikel. Ihr klickt darauf, scrollt dann unter dieses Video und dann ist hier ein roter Button. Ich bin dabei, steht da drauf. Und wenn ihr darauf klickt, dann habt ihr vielleicht Glück und steht auf der Liste des Weihnachtsmanns. Und der gibt euch dann, also bis zu 500 Spielern, für große Weihnachtsgeschenkekisten. Und ja, ihr wisst ja selber, da habt ihr eine gewisse Drop-Chance für diverse Schiffe, die hier natürlich aufgelistet sind. Und ja, im geschenkten Gaul schaut man hier in Maul, einfach einloggen, raufklicken und ihr habt vielleicht ein bisschen Glück. Hier steht nicht genau, wann euch das Geschenk übermittelt werden soll. Hier stehen überhaupt keine Fristen. So, ja, muss man dann einfach sehen, wann es dann wirklich ausgeschüttet wird, das Geschenk. Mehr kann ich euch dazu gerade gar nicht sagen. Nächster Punkt in der Liste ist King of the Seas. Denn von King of the Seas war jetzt einige Zeit ja schon nichts mehr zu hören. Die hatten ja jetzt eine kurze Pause eingelegt, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, und jetzt wird es offiziell. Die offizielle Facebook-Seite von King of the Seas wurde vorgestellt. Und ebenfalls gibt es ein Discord von, also diesen King of the Seas Discord. Ich werde euch diese Seite hier ebenfalls unten in die Beschreibung verlinken. Und dann könnt ihr hier direkt draufklicken, um euch dann mit der Facebook-Seite zu verbinden oder mit dem Discord zu verbinden, wenn ihr denn möchtet. Ist vielleicht ein ganz interessante Möglichkeit, auch vielleicht, um schneller einen Artikel von King of the Seas zu bekommen, ist ja nun elementarer Bestandteil von der World of Warships Szene geworden. Von King of the Seas gehen wir direkt zu King of the Ring. King of the Ring Wettbewerb ist der Wettbewerb mit diesen Schiffen aus Halloween, wo ihr selber quasi eure Gegner fahren könnt, die sonst im U-Boot-Event zum Beispiel eure Gegner sind oder in den Events, die davor mit dem Segelschiff und so weiter da unterwegs waren. Hier könnt ihr die Schiffe selber steuern. Und World of Warships hat sich ausgedacht, euch noch ein bisschen Motivation auf den Weg zu geben, denn ihr könnt Jambars gewinnen, und zwar 6 Stück. Und dazu müsst ihr Folgendes machen. Ihr loggt euch hier auf die World of Warships Seite ein. Das solltet ihr sowieso schon gemacht haben, weil ihr bei dem anderen Gewinnspiel ja auch mitmachen wollt. Und klickt dann hier auf den Button Beitreten. Diese Geschichte ist nur im Zwielichtgemodus, genau. Im Zwielichtgefechten-Modus möglich. Also daran teilzunehmen und diese Aufgaben zu erfüllen. Denn ihr bekommt dann Aufgaben. Wenn ihr verifizieren wollt, ob ihr richtig beigetreten seid, dann bekommt ihr im Spiel eine Sierra Mike Flagge gutgeschrieben. Das heißt, ihr klickt hier auf Beitreten, bekommt eine Sierra Mike Flagge und ihr wisst ingame Bescheid. Alles klar, ich bin eingeloggt, ich bin beigetreten und es kann losgehen. Außerdem bekommt ihr Aufgaben, persönliche Aufgaben gutgeschrieben und das hier sind dann 3 Teile. Der erste Teil ist ein Wettbewerb im Zwielichtgefecht Teil 1. Da müsst ihr in 10 Gefechten unter den 5 Besten des Teams sein und bekommt eine kleine Belohnung. Möglichkeit ist das mit der Ghoul, mit der Octopus, Leviathan, Razorworm, Scarab, Varg, Steelred oder eben dem Rasputin. Und das zieht sich durch alle Aufgaben durch. Das ist 3-mal wiederholbar, die erste Aufgabe, und gibt dann eine kleine Belohnung. Und dann gibt es noch 2 weitere Teile. Und diese Teile sind eigentlich, ja, objektiv nicht zu erfüllen. Nichts für den Otto-Normalverbraucher. Wie gesagt, der Schaden, der hier verursacht werden soll, ist immens hoch. Es geht nämlich darum, ihr sollt diese Aufgaben gar nicht erfüllen können, sondern ihr sollt nur so viel wie möglich von diesen Kategorien, diesen 6 Kategorien, erfüllen. Wir haben das nämlich eingeteilt hier, oder die Wargaming hat es eingeteilt, in 6 Kategorien. Nämlich insgesamt verursachter Schaden durch Rammen, in Gesamtzahl an Zitadellentreffern bei Gegnern, ausgelöste Brände und Anzahl Torpedotreffer und zum Schluss insgesamt verursachter potenzieller Schaden. Bei der Summe steht in der Aufgabe 1 Milliarde, bei den Torpedotreffern, Bränden und Zitadellen 10.000 und bei dem verursachten Schaden durch Ramm und verursachten Schaden an sich 100 Millionen. Ist natürlich klar, dass man bis 17.12. nicht so einfach erreicht. Ja? Man hat ja vielleicht auch mal, will ja auch noch mal schlafen und so eine Sachen. Entscheidend ist, die Jambars können nur die Gewinner der jeweiligen Kategorie gewinnen. Das heißt, ihr seid hier ganz oben bei insgesamt verursachter Schaden, seid ihr Erster, dann gewinnt ihr eine Jambar. Seid ihr Zweiter bis Hunderter,
bis 100ster, dann bekommt ihr ein großes Geschenk. In der nächsten Kategorie geht es dann ganz genauso. Seid ihr da der Beste, gibt es eine Jean-Bar. Seid ihr der Zweite, oben bis 100ster Platz, gibt es eben wieder ein großes Geschenk. Und so zieht sich natürlich alle Kategorien durch. Also umso weiter euer Balken nach rechts ausschlägt für eine bestimmte Kategorie, desto besser ist das für euch. Und vielleicht sollte man nicht unbedingt den insgesamt verursachten Schaden ganz nach vorne setzen, sondern vielleicht irgendwie was Außergewöhnliches, dass man sich speziell auf Torpedotreffer konzentriert oder ausgelöste Brände. Das ist vielleicht ein bisschen was anderes, als wenn man es ganz einfach macht, sage ich jetzt einfach mal. Da ist es dann für den einen oder anderen eher mal möglich, zumindest unter die Top 100 zu kommen. So, ich hoffe, das wird euch Spaß machen und wir haben euch hier anschaulich erklärt, wie man an diesem Wettbewerb teilnimmt und worum es in diesem Wettbewerb vor allen Dingen geht. Ja, ich hatte das jetzt hier, wie gesagt, auch bei Facebook schon gesehen, dass hier schon gesagt hat, wie soll man das denn schaffen und so eine Sachen. Es geht nicht darum, diese Sache zu schaffen, sondern einfach nur möglichst weit in diesen Punkten zu kommen. Das ist eigentlich alles, was man dazu sagen kann. Nächster Punkt ist Shipstorm Streams. Ja, ihr habt ja mitbekommen, Shipstorm ist ein Event, was dieses Wochenende stattfindet. Und zwar beginnen die Streams am 15. Dezember um 12 Uhr und am Sonntag fangen sie um 18 Uhr an. Das sind dann Kategorien North America Server und EU Server, wo dann jeweils so Ausscheidungsgefechte stattfinden und die Besten aus diesen Servern gehen dann in die internationale Phase über, die dann am Sonntag übertragen wird, soweit ich das hier sehen kann, also ab 18 oder respektive 19.30 Uhr. Gut, übertragen wird das Ganze bei Twitch und hier sind die Twitcher alle genannt, die das übertragen. Auch diese Seite wird natürlich unten in die Beschreibung verlinkt und ihr könnt euch dann direkt euren Twitcher aussuchen, der am Samstagmittag diese Sache für euch überträgt. Wenn ihr Samstagabend noch nichts Besseres vorhabt, und da denke ich, dass ihr noch nichts Besseres vorhabt, dann kommt ihr zu uns, nämlich zu dem Multistream, den wir zusammen mit dem Contributor Hurz machen werden, am Samstag, also morgen Abend um 20.30 Uhr, das ist dann der 15.12. Und wir haben für euch eine Kleinigkeit oder was Besonderes vorbereitet. Wie gesagt, ihr werdet aus zwei Perspektiven eine Divi sehen können. Das heißt, so wie ihr gerade Bock habt oder ihr teilt euch den Browser. Das ist ja heutzutage überhaupt kein Problem, dass ihr ein Browserfenster nach links aufrückt und eins nach rechts sieht raus, links hoch oder wie auch immer ihr das dann möchtet. Ihr könnt an beiden Chats teilnehmen und vor allen Dingen könnt ihr in beiden Kanälen gewinnen. Und zwar Kontributoren-Container und Weihnachtscontainer werden wir für euch morgen verlosen und ich glaube nicht zu knapp. Ja, von daher sei es euch ans Herz gelegt, wir werden eine Menge Spaß haben und ihr sicherlich auch. Wenn ihr Fragen rund um World of Warships habt, die euch schon immer mal auf der Seele brannten und noch keiner beantwortet hat, dann rein in unseren Stream, die Frage stellen und Hurz und meine Wenigkeit werden versuchen, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und die Community, die dann mir zuschaut, wird da natürlich auch sein Nötiges dazu beitragen, um eure Frage angemessen zu beantworten. Und eine letzte Sache möchte ich noch darauf hinweisen, nachdem wir heute schon so viele Geschenke und Ankündigungen und Giveaways hatten, ja, es gibt natürlich bei uns auf dem Kanal immer noch das Adventsgewinnspiel, was ich ebenfalls jetzt hier ans Ende verlinken werde, wo ihr noch dran teilnehmen könnt. Da könnt ihr ebenfalls eins von drei Mega-Geschenken noch absahen. Das ist noch möglich bis zum 15.12. 12 Uhr und danach wird dieses Video aufgelöst werden. Aber keine Sorge, wenn ihr es verpasst haben solltet und die Flaschenpost jetzt erst später seht, guckt gleich wieder auf den Kanal, denn dann kommt das letzte Adventsgewinnspiel-Video und da wird es was ganz Besonderes für euch drin geben und das ist keine Geschenkekiste mehr. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, aufmerksam zu bleiben und da mal vorbeizuschauen. In dem Sinne möchte ich euch ein schönes Wochenende wünschen und viel Erfolg auf See oder eben in den Streams oder eben bei den Gewinnspielen, die das Wochenende so für euch parat hält. Ne? Bis dahin, bis zum nächsten Video hier auf dem Seekraus-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Haut rein, macht's gut, euer Maracha. Ciao, ciao. Seekraus.